ein Video schaffe zu drehen. Ich bin blind. Dass ich auch die ganze Zeit irgendwas vergessen muss. Ich bin zu groß. Das sieht doch irgendwie komisch aus, oder? Kann man das nicht mehr machen? Ey! Ich fange einfach an. Sonst wird das nichts. Hallo meine Lieben, heute will ich euch mal zeigen, wie ihr eure Haare vom Haarspliss befreien könnt. Und zwar, wer meine Videos kennt, der weiß, ich war noch vor kurzem sehr, sehr blond. Und das Ganze war nicht so gut gelaufen, wie ich es eigentlich haben wollte. Und da ich total lange Haare auch liebe, und jeder, der lange Haare hat, kennt dieses Problem, dass sie sehr, sehr oft an Haarspliss leiden. Jedes einzelne Haar von mir hatte wirklich Haarspliss. Und das sah furchtbar aus. Vor allem bei diesen dunklen Haaren sieht man das total. Und wenn ich meine Extensions reingemacht habe, hat man gesehen, schöne Haare und dann meine. Ich habe mir dann diese Schere geholt. Ich würde euch empfehlen, auf jeden Fall nicht die von Rossmann zu holen. Ich habe sie vor, ich glaube, 2-3 Jahren mal geholt. So für 10 Euro. Also die kann ich nicht empfehlen, weil die war furchtbar. Es ist ganz wichtig, wenn ihr die Haare schneidet, dass die Haare nicht wegrutschen. Rutschen die weg, heißt das, die Schere ist für den Eimer, also braucht ihr gar nicht. Die hier hat 23,50 gekostet. Viele von euch kennen vielleicht das aus den Zeitschriften, so wie ich auch kannte, die Methode, Spliss zu bekämpfen, indem man die Haare so nimmt. Moment. Bevor ich gleich einen Kurzhaarschnitt habe. Das kannte ich früher mal aus der Bravo. Man nimmt die Haare so, raut es auf, da kommen wir schon zum Problem. Also wenn ich sie einfach nur drehe, habe ich eigentlich kaum was zum Wegschneiden. Es ist viel zu wenig. Und wenn ich sie anraue, gehen bei meinen Haaren eigentlich alles weg. Das würde ich dann halt ungern wegschneiden. Deshalb habe ich überlegt, wie ich das machen könnte, weil ich hatte wirklich Spliss von dort bis dahin und einfach einen Bob mag ich nicht. Es ist einfach nicht so meins, zu meinem Gesicht und zu meinem, jeder hat so das, worin er sich wohl fühlt und für mich gehören einfach zu mir zumindest lange Haare. Deshalb habe ich überlegt und die beste Methode bei mir ist, wirklich meine Haare zu 95% von Spliss zu befreien, sie so zu nehmen. Ich teile mir eine nicht zu dicke Strähne ab. Jetzt kommen die drei Finger. Und zwar mache ich so. Und jetzt seht ihr vielleicht. Und jetzt zeige ich euch das mal. Seht ihr, was hier raussteht? Das schneide ich dann ab. Und dann gehe ich Schritt für Schritt und schneide es ab. Und das mache ich dann mit meinen ganzen Haaren. Dauert vielleicht eine halbe Stunde, aber ihr kriegt eure ganzen Haare von dem Spliss befreit, ohne die Länge wirklich wegzuschneiden, weil ihr schneidet ja wirklich jedes Mal nur diese kleine Spitze ab. Das Haar sieht dadurch jetzt viel gesünder aus, aber nicht nur das, es sieht auch glänzender aus, da die Spitzen jetzt alle nicht mehr so matt sind. Und ja, das jeder fragt mich jetzt, ob ich meine Haare gefärbt habe. Nee, habe ich nicht. Ich habe sie einfach nur selber ein bisschen geschnitten. Ich rede wieder zu viel. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende und bitte mich nicht vergessen. Tschüss!